Hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park, der rektakulären Zerreißprobe. In der letzten Folge haben wir wieder gegen die... Ich hab's vergessen, gegen das DC... gegen das DC-Team gekämpft. Die, ach, ist ja auch egal. Ihr wisst, wen ich meine. Und haben, waren bei Tweak gewesen, der immer noch hier seinen Laptop hat und er möchte jetzt sein Meerschweinchen wieder haben. Das werden wir gleich holen, nachdem Chaos wir hier das Feinde. Chaos bekämpft haben. Wer will zuerst? Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Könnten wir, wollen wir aber nicht. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Hättest du blocken sollen? Hab ich, naja. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Cool, cool. Oh, wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Lauf heim zu Mama, du Schwachmart. Mikroaggression. Schlag ihn. Kann mal jemand das Blut aufwischen? Die Christ ruft! War nicht kippig. Poker Smash! Das hat gesessen! Boah, das ist ja mies, die springen sich selber. Wow. Okay, los geht's! Das läuft genau wie geplant. Ich bin wieder da, wieder! Was? Oh, super! Ja. Nein, meine Brille! Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch! Wunderarsch sieht tot aus. Wow, ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte was? Ich wurde besiegt? Ja, von der Gerechtigkeit durchgenommen. Du kannst aufwachen, wir haben gewonnen! Die Kämpfe lohnen sich dann doch schon noch. Psy-Ops-Anzug, Psy-Ops-Handschuhe und Psy-Ops-Helm, okay. Sie haben überall alles verteilt hier. Hallo? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Nein. Ich finde die cool. So, warte mal. Karte. Nee, da müssen wir nicht hin jetzt. Wir wollen das Meerschweinchen holen. Das war irgendwo links. Da haben wir jetzt hier irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt. Oh, der ist aber weit weg. Boah, dann gehen wir irgendwo nach links. Warte mal, sind da Schuhe? Okay. Hätte ich die mit den Schuhen erschlagen können oder was war jetzt der Plan? Ist es Zeit für Blitzkrieg? Nein, noch nicht. Renn lieber schnell! Bitte schön. Muss echt mal drauf achten, ob es irgendwo zwischendurch noch hier eine Station gibt. Polizei ist da. Nein, ich wollte furzen. Dann halt nicht. Wir müssten gleich da sein, eigentlich, ne? Bitte komm! Hier ist Mosquito! Ich könnte nicht bei einer ganz dringenden Sache. Moment, ich nehme das blöde Ding mal ab. Kannst du mir helfen? Ich habe da ein kleines Problem. Wir treffen uns zum Raisins, okay? Mosquito, Ende. Ich war doch gerade in der Ecke, Junge. Boah, was? 500 Stärke? Oh, das schaffe ich noch nicht. Alter, das ist ja High-End. Was jetzt hier? Hallo.
Der ist doch hier gewesen eigentlich, oder? Hallo? Meerschweinchen? Ah, da. Ist der oben? Muss mal kurz ihr Meerschweinchen mitnehmen. Kann ich das mitnehmen? Mit dem Kleber. Falsche Zimmer. Aber Loot tut immer gut. Das kleine Meerschweinchen. Oh, wartet doch. Dann loote ich erstmal, bevor ich dich jage. Hey, was hat er da oben? Alien. Oh, der hat einen Katana links sogar. Den Laufball für den. Das Meerschweinchen bricht nur. Ups. Warte mal. Will ich nicht auch einen Furz dahin schießen? Ha! Hast du wohl gedacht, wa? Nicht mit entkommen. Warte mal, hier ist noch ein Zimmer. Tweak und Craig sollen ein Baby machen. Ich wäre so eine coole Tante. Super. Aber es sind zwei Jungs, das weißt du, ne? Und dann müssen sie eins adoptieren. So. Frage ich mich ja fast, ob es das schon kürzer ist. Weil 500er ist, ey, das ist... Boah, viel zu fett. Wir machen jetzt aber erstmal hier das mit Tweak fertig und dann gehen wir zum Coolstar. Da müssen wir ein bisschen Materialien benutzen hier und ein bisschen leveln, damit wir Level 17 kommen, damit wir das mal ordentlich da steigern können. Dann lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Warte mal. Jetzt schaffe ich es ja diesmal. Dann mal los! Ha! Ha! Ja! Das hast du wirklich drauf. Danke. Stuch. Stachelanzug. Bin gerade gegen das Mikro gegengeknallt. Wartet mal, ich muss mich mal wieder richten hier. So. Weit oben! Hm, dann machen wir gleich weiter. Bereit? Wow, wow! Ha! Ja! Na super. Mondmodul. Schatz! Stopp, bereit! Wir haben's geschafft! Verdammt! Katze, Moment. Komm mal her, kleine Miezi, 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 Miezi. Wichtiger Gegenstand. Ist auch noch Lava, kommen wir auch noch nicht durch. Drive Alone 3. Gott hat mir einen Auftrag gegeben, diesen verdammten Kater zu überleben.
Okay. Oh. Wenn du das Tweet gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Er hat genau das... Ach, egal. Willkommen im Café Tweak. Hallo. Was kann ich für dich tun? Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Ich will den Laptop wiedergeben. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Willst du mich verarschen? Kannst du mir jetzt mal den Laptop wiedergeben? Ich habe dafür hart gearbeitet. Alter! Was sagt mein Vater? Macht er sich Sorgen? Ich mache mir Sorgen, wie ich hier rüberkomme. Soll ich denn auf die andere Seite kommen? Ich komme doch da nicht rüber, oder? Mann! Ah, was willst du denn? Der hat mir den Laptop gemobst. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals! Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich? Ich brauche Freunde um mich. Mann. Willkommen im Café Tweak. Ja, was kann ich für dich tun? Was ist das? Paartherapie? Craig! Verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Mein Vater, macht er sich Sorgen? Wenigstens habe ich noch Stripe. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Elektropunk-Anzug. Okay. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Hey, okay. Worauf hast du Lust? Irgendwas Billiges. Das sehr gute Wahl. Es war mir ein Vergnügen. Jetzt ein Selfie? Selfie. Aber gerne, kleiner Kunde. Das ist aber nett von dir. Ich liebe handgemachte Bio-Selfies. Voll Bio. Oh, oh, oh. Vor dem Sturm alles nehmen und weiter. Müssen wir jetzt zur Therapie? Ja, ja, Katze, Katze. Coonster. 500 ist viel zu fett. Der hat auch noch eine Mission für uns. Schnitzeljagd. Kopfaufnahmen. Achso. Oh, ich dachte jetzt, ich hab grad echt gedacht, das wird die Polizei. Ja, dann gehen wir zum Coonster, wa? Wir müssen echt noch ordentlich craften, eigentlich. Und die Katze könnten wir eigentlich noch abgeben. Wo bringt uns das was? Schnellste rein, lieber schnell! Bitteschön! Hier ist mal eine Kiste vor der Tür, ne? Für dich nochmal. Ah, ah. Ich vermisse immer noch ein paar von meinen Mizis. Was heißt denn ein paar? Wie viele? Ah, wie viele Muschis hast du? Katzen hast denn du? Thank you.
Hey, sollen wir mal alle Kostüme und kriegen gleich noch ein paar Punkte dazu. Ich irgendwas davon noch nicht gemacht? Nö. Nee, gut. Hier haben wir was Neues. Ich glaube nichts, was uns was bringt. Aber 66, was ist das denn? Bringt uns nichts. Gut, Kostüme sind die, die wir gerade hergestellt haben. Warte für dich nochmal, Mr. Slave. Oh, hallo. Ah. Oh. So, ab zum Coonster. Gucken, wo uns jetzt die nächste Mission hinführt. Wohin des Wegs? Einmal zum Coon, bitte. Wir sehen uns. Jo. Hol Scrabbles schnell. Hol Scrambles schnell. Was war denn nun? Hol Scrambles schnell. Ich. Na endlich, da bist du ja. Ja, setz dich, Arschlord. Ich rieche Wunderarsch im Anmarsch. Ja. Okay, Leute. Das ist ein Bug. Classy hat Arschlord verraten, dass unsere nächste Spur zum New Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Das ist unmöglich. Warum denn, Mosquito? Weil der Eingang vom New Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Craig, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht am New Storit. Alle ab ins Bett! Macht einen Satz für die Kuhfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Geh nach Hause. Okay. Wir stürmen heute Nacht das Versteck von Professor Chaos. Wunderarsch, geh heim. Okay. Oh, oh, oh. Ich wollte furzen eigentlich. Ich wollte sie anfurzen. Ich wollte sie noch anfurzen. Oh, oh, oh. Was machten ihr? Warum hast du dem Schuldirektor gesagt, welcher Rasse wir angehören? Das habe ich nicht. Das war unser Kind. Aber du hast es bestätigt, dass der Direktor angerufen hat. Jetzt kann jeden Moment alles auffliegen. Unser Kleiner ist verletzt, kapierst du es nicht? Er fragt nach seiner Rasse und seiner sexuellen Orientierung, weil er verwirrt ist. Die Verwirrung war gewollt. Je näher unser Kind der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für uns alle, du blöde Fotze. Hey, sieh mal, wer da ist. Warst du draußen spielen, Schatz? Dein Essen steht auf dem Tisch und dann ab ins Bett. Du hast morgen Schule. Ja, du hast morgen Schule. Ja. Wehe, du pfeifst dir jetzt wieder irgendwelches Zeug rein. Was auch immer da drin ist, es macht dich komplett irre. Irre? Welche Irre verrät an allen, wer unser Kind ist, nachdem wir endlich untergetaucht waren? Aber du darfst dich besaufen, ha? Gott, was ist dein Scheißproblem? Dann werde ich wieder alleine essen müssen. Ach ja. Immer sitze ich hier mit meiner komischen Fleischpumpe, mit meinem Rührei. Ich glaube, soll das Kartoffelbrei sein. Es schmeckt einfach nur scheiße. Ich gehe ins Bett. Können meine Eltern sich nicht einfach mal aufhören zu streiten? Ich werde ins Bett gehen.
Dann ist der Tag endlich vorbei. Und ich kann mit meinen Freunden wieder spielen. Oh, hier ist noch was in der Kiste. Ach. Irgendwie. Wollte mal ein bisschen spielen, aber irgendwie lädt's das auch nicht. Naja, dann gehe ich halt schlafen. Hey, hör mal, Schatz. Wir haben nie drüber geredet, aber deine Mutter und ich sind sehr stolze Japaner. Jetzt schlaf gut. Die Nacht legt sich über die Stadt wie ein fetter Scheißhaufen. Der Gestank von Gier, Korruption und Verbrechen füllt die Straßen und macht sie unsicher. Und nur ein Team wird mit Scheißhaufen fertig. Coon and Friends. Hashtag Scheißhaufen mit dem Pals. Ich fahre zu schnell weg. Ich muss Schlüssel finden. Den goldenen Schlüssel, den kupfernen Schlüssel und welchen noch? Gold, Kupfer und Silberschlüssel. Und das ist alles bei mir im Haus? Hier im Haus denn die Schlüssel sein? Wow. Hallo, was macht's denn hier? Alter. Haben die sich gekloppt, sag ich mal? Goldschlüssel. Nicht mit mir! Verdammt! Scheiß Kunstagramm! Oh, kann ich jetzt ein Selfie machen? Scheiß Kunstagramm! Hast du zu viel Drogen drin gekloppt und Fressfleisch gekriegt, war hier alles zerlegt, du Vogel, Junge. Sie wird. Scheiß Drogen. Ach, aber das Brett ging. Ja. So sieht man sich wieder. Ich muss unsere Differenzen beiseite schieben. Diese Stadt ist in Gefahr. Und sie braucht Toolshed. Wisst ihr? Okay, mir nach zum Chaos verstecken. Du willst sicher meine Hintergrundgeschichte hören. Nein. Als ich noch ein Kind war, hat mein Vater in der Garage getüftelt. Bei einem heftigen Sturm hat ein Blitz ihn von seiner Werkbank weggefegt. Ich wollte ihm helfen, doch dann hat ein weiterer Einschlag seine Werkzeuge mit meinem Körper verschmolzen. Ich wurde ein Superheld. Und mein Vater geistig behindert. Ja, siehst du. Da hast du es, verdammte Bitch! Warum bist du... Warum scheißt du dir nicht einfach ins Gesicht? Nimm das, du Hure! Randy, hör jetzt sofort auf, mein Auto zu zerkratzen! Okay. Irgendwas stimmt nicht. Mein Vater benimmt sich noch dümmer als sonst. Vielleicht will Toolshed seinem Vater helfen, weil er ihn damals nicht gerettet hat. Boah, Alter. Alle Ratten straff, ey. Und was ist mit dir? Ist deinen Eltern auch irgendwas passiert? Die haben gefickt. Schon okay, ich verstehe, wenn du nicht darüber reden willst. Das ist Mysterions Versteck. Hier gibt's eine Abkürzung in den Norden der Stadt. Ah, okay.
Okay. Wir müssen mal gucken hier, bevor wir losmachen. Halt, Moment. Oh, warte mal. Nein. Ach, lass mich doch erstmal das da machen. Was ist das? Macaroni. Nein, nicht hier lang. Mir nach. Haben wir noch nicht. Ja. Weil du das Mess nicht gekauft hast, sondern ich. Du hast das Mess von unserer Sozialhilfe gekauft. Sternenkindanzug, oh je. Fröhliche Rückkehr. Alter, hier ist nicht mal ein Fenster, da ist ein Bild rangemalt. Mein Gott. Gib mir die verdammte Pfeife, Carol! Fick dich ich auch gerade! Du rauchst nicht mein verdammtes Eis! Fick dich und wie ich das rauch! Ah! Was hast du davon, du Verschüttel? Oh, ich lieb dich so sehr! Lass uns high werden und Liebe machen! Ich mach nicht Liebe mit dir, ich fick dir das Hirn raus! Nein, ich fick dir das Hirn raus! Oh, shit! Okay, dann lass sie Liebe machen. Kenny. Durch den Schrank führt eine Abkürzung. Geht gleich los, ich will es gucken, geht das hier auch kaputt? Nee. Ah, okay. Warte, da oben ist ja auch noch was. Drogen? Drogenfläschchen. Ach, durch die Waschmaschine geht's hier raus. Geil. Es wird Zeit, dir mein mächtigstes Werkzeug zu zeigen. Den Sandblaster. Kann hier irgendwie furzen? Ich will grad sagen. Das kriegen wir noch nicht klein. Seine Kraft bewältigt fast jedes Hindernis. Schalt ihn an, dann siehst du meine Kräfte. Das ist Mysterions Geheimtunnel. Nice. Oh, die Typen versperren uns den Weg. Okay, wir müssen uns wohl durch die Kerle durchbohren. Durchbohren sollte sich irgendwie nach Werkzeug anhören. War wohl ziemlich weit hergeholt. Es gibt nicht unendlich viele Werkzeugsprüche, okay? Okay. Wir nehmen die Typen in die Zange. Wie ist der? Ich bastel später was. Ja, machen wir sie platt. Erwischt. Ich werde echt schräge Sachen mit deiner Leiche anstellen. Das war jetzt echt ein komisches Kommentar, seid ihr. Laserbohrer! Das war meine Bohrschleuder! Der war nicht schlecht. Willkommen in meiner Welt, Hausbesitzer! So geht's! Okay, du bist dran! Und down. Feind erledigt! Die machen wir platt! Guck mal, das bin ich. Ach, kann heilen. Cool. Ich mach dich zu meinem neuen Klo. Ha! Bitte was? Los geht's, Neuer! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Todesschrauber! Ja! Das ist meine Doppelschraube. Sie bohrt in beide Richtungen. War jetzt aber nicht so krass. Ah, yeah, ihr scheiß Einbrecher!
Du kriegst das hin! Einbrecher, Mann, wir sind draußen. Du haust ja echt voll auf die Kacke. Feuer frei! Gebongt, hauen wir ab! Ja. Gewonnen. Sieg. Uraggression. Warte mal, da hinten gibt's noch was Feines. Ach, guck mal hier. Ja, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von South Park, der rektakulären Zerreißprobe. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.